Wintergrünöl. Was kann Wintergrünöl für Ihre Muskulatur tun? Gleich mehr dazu. Wintergrünöl wird per Dampfdestillation der Blätter gewonnen. Dampfdestillation, das heißt, es wird ein bestimmter Druck ausgeübt und das bei einer bestimmten Temperatur. Wintergrün kommt in Nord- und Südamerika vor und in Kanada, das sind so die Hauptanbaugebiete oder da, wo einfach Wintergrün wächst, Nordamerika und Kanada, aber auch eben in Südamerika, Nepal und in China. Es ist oft in Kaugummis und Zahnpasten oder auch Salben zu finden, wird aber in solchen Fällen oft synthetisch hergestellt. Es hat einen intensiven, aromatischen, minzartigen Duft. Wintergrünöl stimuliert die Leber und hilft müden Gelenken oder auch beanspruchter Muskulatur und kann somit auch bei gelegentlichen Muskelkrämpfen hilfreich sein. Der Klassiker ist hier für Wintergrünöl, dass Sie es nach dem Sport anwenden, um die Muskulatur zu lockern. Ein paar Tropfen in Ihre Bodylotion oder auch einfach in ein gutes Hautöl gegeben, kann so die Muskulatur wunderbar auflockern und wieder entspannen nach dem Sport. Aber achten Sie bitte auf eine sehr gute Qualität, am besten Bioqualität, wo Sie jetzt das Öl hineingeben, also jetzt das ätherische Öl. Denn es ist ja immer wieder dieses Thema, inwieweit dringen auch Kosmetika und Körperpflegeprodukte in unsere Haut ein, durchbrechen oder durchdringen die Hautbarriere und gelangen eben in unseren Körper. Insofern sollte das, was wir auf unsere Haut geben, am besten, also idealerweise Lebensmittelqualität haben. Wintergrünöl für die Psyche. Wirkt es anregend, stimmungsaufhellend und gleichzeitig auch beruhigend. Das können eine ganze Reihe von ätherischen Ölen, dass sie sowohl anregend als auch beruhigend wirken können. Denn ätherische Öle haben auch ganz oft so eine ausgleichende Wirkung, so eine ausbalancierende Wirkung. Sie wirken nicht nur in eine Richtung, sondern können durchaus auch in eine andere Richtung, je nachdem, was der Körper so benötigt oder auch was die Seele benötigt. So können sie wirken. Sehr faszinierend.